Willkommen bei Blu-Rating. Danke, dass ihr heute eingeschaltet habt. Heute mit dem limitierten Steelbook von Scream 4. Ja, wie ihr sehen könnt, ist es noch original verpackt. Ich habe es heute erst im Mediamarkt gekauft. Gleich nicht wundern, dass die Disc fehlt. Ist hier, weil bei uns beim Mediamarkt werden die Discs um die Weihnachtszeit immer rausgeholt, damit man, wenn man es klaut, nur das Steelbook hat. Aber naja, manchen reicht ja schon das Steelbook. Packen wir es einfach mal ganz kurz aus. Ich habe hier schon einen kleinen Schnitt vorher reingemacht, damit es schneller geht. Ja, das Steelbook als solches sieht jetzt schon sehr, sehr gut aus. Gefällt mir wirklich sehr gut. Es ist schwarz-matt, auch sehr schlicht gehalten mit dem Bild vorne, aber dafür steht Scream ja irgendwie auch. Die Filme als solches sind ja auch immer sehr schlicht, aber sehr gut. Das FSK-Logo ist ja genialerweise nur aufgeklebt. Kann man sehr leicht abziehen. Das gefällt mir echt gut. So muss ein Steelbook aussehen, Freunde. Ja, aber obwohl das Steelbook sehr, sehr schlicht gehalten ist, haben wir hier zum Beispiel in dem Scream 4 Schriftzug einen Prägedruck. Das heißt, es geht so ein bisschen nach unten und es fühlt sich alles wirklich sehr gut an. Das ist relativ glatt, das Steelbook. Nur hier die Blutspritzer und die Filmausschnitte, die sind nochmal glatter, also dass man wirklich den Unterschied sehr gut fühlt. Also es gefällt mir wirklich sehr gut. Gucken wir mal rein. Ja, hier ein bisschen Werbung. Ach, mit dem Soundtrack. Oh ja. Hier drin, wie ihr seht, noch ein Innendruck mit allen Charaktere. Ich erkenne die jetzt auf Anhieb nicht. Ich habe den Film auch ehrlich gesagt noch nicht geschaut. Das wollte ich gleich machen, aber ja. Das sieht mir aber schwer nach Sidney Prescott aus. Die wir ja schon seit Scream 1 kennen. Das wird Courtney Cox sein, also die Reporterin, wie auch immer sie in dem Film heißt. Das ist Dewey, den erkennt man ja sofort. Ja, also wirklich ein sehr, sehr, sehr schönes Steelbook. Legen wir die Disc einfach mal rein und gucken, wie es gesamt aussieht. Ja, das sieht doch wunderbar aus. So. So Leute, hier bin ich wieder. Der Film ist geguckt. Ja, mir hat er gut gefallen, aber das ist eine andere Geschichte. Kommen wir mal zum Bild. Das Bild war, naja, also es war jetzt nicht schlecht, wo ich sagen würde, oh nee. Es war aber auch nicht wirklich überraschend. Also es war Durchschnitt, wenn nicht sogar leicht unterdurchschnittlich. Also wirklich nicht das Beste vom Besten. Laufzeit haben wir 111 Minuten, was ja für Scream, ja, was ja eigentlich relativ normal ist. Also die anderen Teile dauern ja auch so um den Dreh 2 Stunden, zum Teil ein bisschen länger, zum Teil ein bisschen kürzer. Ja, der Ton des Films hat uns wirklich gut gefallen. Er war abwechslungsreich, auch gerade die hinteren Lautsprecher, die Rears, die wurden echt gut benutzt. Also wenn man das mit dem alten Screams vergleicht, gut, der Vergleich hinkt irgendwo auch, da die anderen wirklich sehr alt sind. Aber wenn man es mit anderen modernen Horrorfilmen vergleicht, hat Scream 4 da schon irgendwie doch ein bisschen die Nase vorn. Er hat sowohl DTS HD in Deutsch als auch in Englisch, beides 5:1. Aber was man dazu sagen sollte, er hat in Englisch auch noch eine Stereo-Tonspur, was uns beiden ziemlich gut gefallen hat, weil, naja, es hat ja nicht jeder ein 5:1-System zu Hause. Und es ist dann immer ärgerlich, finde ich, für die Leute, die zum Beispiel halt nur Stereo haben, dass dann die hinteren Effekte einfach komplett wegfallen. Das geht natürlich nicht. Leider war die Tonspur, wie gesagt, nur Englisch, aber naja, besser Englisch als gar nicht. Ja, kommen wir jetzt zu den Extras. Die Extras des Films, die waren einfach Bombe. Anders kann man sich sagen. Wir haben alternative Anfänge, alternative Enden. Auch wenn man das jetzt nicht so wirklich braucht, wie ich finde. Man hat es einfach. Natürlich ist der Anfang, der jetzt in der normalen Version drin ist, und das Ende auch der beste, sonst hätte man sie nicht gewählt, aber man hat Alternativen und die Tatsache allein ist schon gut, dass man sich nicht an die Regel da halten muss. Wir haben Audiokommentare von Wes Craven, dem Director des Films, komplette Informationen über die komplette Scream-Quadrologie, also wirklich genial, Interviews mit Emma Roberts, Courtney Cox, also mit den ganzen Schauspielern, ist wirklich sehr viele, sehr gute Extras vorhanden. Kommen wir jetzt zum letzten Punkt, der FSK-Freigabe. Die ist bei diesem Film ab 16. Ja, ihr seht es nicht mehr am Steelbook. Den Aufkleber habe ich ja schon abgezogen, aber hier auf der Disc haben wir es nochmal drauf. Ab 16 freigegeben. Das fanden wir eigentlich in Ordnung. Also, der ist jetzt bei Weitem nicht so brutal wie der erste Film, der ja übrigens jetzt auch gerade
ungeschnitten auf Blu-ray rausgekommen ist. Endlich ist er vom Index nach 12 Jahren. Aber ja, bei dem Film ist 16 völlig gerechtfertigt. Also er ist nicht so blutig wie die ersten Teile, sag ich mal, aber ist trotzdem gut.